kommt ruhig rein. In diesem Projekt geht es einfach so ein bisschen darum, dass die Leute ein bisschen sensibilisiert werden und ein bisschen mehr aufmerksam darauf werden, dass sie eigentlich schon viele Freunde haben, also schon ganz viel mit Ausländern zu tun haben, weil sie einfach schon in ihrem Leben drinne stecken. Auf die Idee bin ich gekommen, dass einige Leute oder viele, mit denen ich so rede, immer mit den Argumenten kommen, du, ich habe eigentlich gar nichts gegen Ausländer, aber... Und dann schießen sie immer mit Sachen raus und das konnte ich auf gar keinen Fall akzeptieren. Meine Idee wäre, dass wir die ganze Stadt damit pflastern, dass Bremen ein Statement gibt, wir sind Freunde ohne Aber. Jetzt mal bitte einen riesen Applaus für die anderen sechs. Ich habe gar keine Ahnung, was Impro ist. Wer ist zum ersten Mal? Wunderbar. Also zwei. Ihnen beiden sei gesagt, alles was hier heute Abend auf der Bühne passiert, ist nicht abgesprochen, ist nicht geprobt. Wir möchten solche Schmuckkästchen machen, das wird einfach aus dem Sperrholz werden die geschnitten. Und ich habe diese Studenten, sehe ich schon, wie begeistert sie bei der Sache sind. Sie haben bisher noch nie mit dieser Art von Arbeit sich beschäftigt. Und ich denke, diese Leute, die noch nicht von FabLab gehört haben oder nicht wissen, wie die verschiedenen Sachen hier funktionieren, auch mal kennenlernen. Wir sind in der Freiwilligenagentur. Ich muss da nicht aufs Mikro gucken, oder? Also, wir sind in der Freiwilligenagentur und wir kochen für heute Abend, für Surf the City, für den Abschlussabend drei Desserts. Einmal vegan, einmal mit Quark und also so vegetarisch. Und das dritte Dessert ist auch vegetarisch, Pimp My Pudding. Für heute Abend.